Heute zeigen wir unser zweites Igel-Video, jetzt im November 2022. Im Oktober haben wir ja unser Igel-Junges ganz mobil und unheimlich lebhaft nachts gefunden. Aber leider wog es nur 280 Gramm, aber kerngesund. Und weil das so keine Chance hat, haben wir das in die Igelstation zu Freunden in die Nevestraße gebracht. Wir haben ja darüber berichtet. Jetzt ist das Igelhaus zusammengebaut und Laub da und Reisig und jetzt wird es gleich noch an den Platz gebracht mit der Südostausrichtung des Eingangs und bis gleich. Jetzt die Premiere unseres ersten Igelhauses. Bitte einsetzen. Ja, doch nochmal abgenommen. Ist ein trockenes Laub rein, aber die holen sich das dann auch meistens noch selber rein. Und unser kleiner, so mobiler, energiegeladener Igel ist aus einem ganz schmalen Spalt, hat er so viel Kraft gehabt und dann noch hochgeklettert, einen halben Meter. Was wir als Laien nicht wussten, dass die Igel so klettern können. Kommt jetzt jede Menge Laub. Jede Menge Laub. Und geäst. Wild. Und rechts ist ja noch der Kompost, alles naturbelassen, ohne irgendwas zu spritzen und irgendwas zu machen. Und da gibt es auch eine gewisse Eigenwärmeentwicklung, die mit rüber abstrahlt im Winter. Dann kommt da noch mehr Laub drauf. Ja. Ob das jetzt für die kurze Zeit noch reicht, das wissen wir nicht. Oh ja, manche kommen auch später. Manche kommen später und dann holen wir ja unseren Igel im April wieder ab und wildern den aus in Absprache mit der Igelstation am Nevepark. Drücken wir die Daumen, dass es nicht gar so lange dauert und in dem Sinne bis irgendwann hoffentlich zum dritten Igel-Video. Ein ruhiger Ort im Garten, ein stiller Ort. Möchten Sie noch was sagen dazu? Windgeschützt. Ja, unser Garten ist voller Natur, ohne Umweltgifte. Und bei uns darf auch Unkraut wachsen. Und das merken die Igel und anderen Kleintiere, beziehungsweise Insekten und Vögel, die unseren Garten reichlich bevölkern. Ja. Was wir noch nicht berichtet haben, ist, wir haben regelmäßig Ringelnattern, auch schon 1,20 Meter, 1,30 Meter große Ringelnatter gehabt. Die war in 4 Monate bei uns, hat ihre Jungen ausgetragen, auch schon meterlange Ringelnatter und auch junge Ringelnattern und Blindschleichen und Eidechsen, verschiedene Amphibien, Frösche, Kröten, viele Frösche, Kröten. Die Eidechsen im Moment ganz, ganz wenig, weil die Katzen hier in Überzahl sind. Und die Eidechsen natürlich töten auch die Jungvögel, die sie kriegen können halt. Für die Eidechsen ist es gefährlicher. Und natürlich Mäuse und vielleicht noch mehr. Ach, und die Glühwürmchen und die Maikäfer und die Junikäfer und vieles andere mehr. Tschüss, bis bald.